Moin, moin! Willkommen zu einem neuen Video hier auf den bei uns bei Geestland SC. Heute mit einem Unboxing von den Arma Fire Team 6S BLX RTR. Alles weitere, was der so verbaut hat und so, alles dann nach dem Intro. Ja moin, dann wollen wir mal gucken, was das Auto hier so Schönes mit sich bringt. Das ist dann erstmal Zubehör, gehen wir dann erstmal drauf. Einmal hier das obligatorische Werkzeug, das bei jedem bei ist oder bei den meisten. Nochmal hier Kolbenplatten. Fünfzehner Speedritzel. Schimmscheiben, ganz geil, sind glaube ich jetzt bei allen bei. Als Funke die SLT3, ist so eine ganz gute Funke, 3-Kanal. Habe ich schon ein paar Stück von, aber der wird ja sowieso irgendwann mal umgebunden an meine Rugged. Dann Aufkleber wie immer. Und dann halt eben noch die Gebrauchsanweisung. Die ist ja eigentlich nicht ganz so wichtig bei dem. Wichtiger sind halt eben immer die Explosionszeichnung, die da immer mit bei ist, falls man mal eine Artikelnummer braucht. So, also optisch sieht das Ding einfach mega geil aus, finde ich. Gibt es denn ja auch noch mal in Schwarz. Aber mir hat der helle halt besser gefallen. Und ja, einfach geil. So, Reifen. Schön groß. Fühlen sich ganz gut an. Wollen wir mal sehen, ob die halten. Ich habe schon in den einen oder anderen Video gesehen, dass die geplatzt sind. Ich gehe mal davon aus, dass die dann in nass geworden sind. Und sonst kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die da so gleich wegreißen. Ne? Sehen relativ robust aus mit der ganzen Flanke hier und sowas. Ja, das ist ja hier so angedeutet, das sollen ja normalerweise Airless-Reifen sein. Ne? Also wenn das jetzt echte wäre, dann wäre das hier alles, wäre da hier gar kein Gummi. Ne? Die sind dann luftlos. Aha. Soll ja irgendwie ein Armeefahrzeug sein, Swap oder SWAT, keine Ahnung. Und wenn da dann einmal ein Reifen geballert wird, dann in echt, wäre halt ziemlich uncool. Ja, wollen wir mal reingucken. Haben wir hier einmal die Karo. Die hat schon ordentlich Gewicht. Schön versteift hier alles. Figuren. Die Gewehre lassen sich sogar bewegen. Einfach geil. Sollte man vielleicht nicht auf dem Dach fallen beim Big Backflip, dann könnte es kaputt gehen. Könnte man mal bei Benny im Video sehen. So, und dann hier einmal das Auto. Ist Mojave Basis. Mit halt ein paar Änderungen. Welche genau, das kann ich gar nicht sagen, weil ich habe selber nie Mojave gefahren. Ich stehe ja nicht so auf Short Course. Und ja, also da so die großen Unterschiede. Da kann ich leider nichts zu sagen. Können wir ja mal eben dichter rangehen. Da tun wir. Jo. Ja, was haben wir denn hier? Einmal die Elektronik. Haben wir hier ein 90 Kilo Servo. Wenn es auf 7,4 Volt gestellt ist, der BEC. Regler haben wir hier den Firma 150 Ampere Regler. Mit Smart Technologie. Und den IC5 Steckern, heißt, wenn man jetzt die Smart Lipos von Horizon Hobby nutzt und man eine andere Funke hat oder so ein Bluetooth Modul für die Funke, dann kann man sich zum Beispiel die Zellenspannung und sowas dann aus Display werfen lassen. Brauche ich nicht. Motor haben wir hier den Firma Motor mit 20 mit 2050 kV.
Und schon Lüfter oben drauf. Ist wohl auch gar nicht so schlecht, weil die Karosse also ziemlich geschlossen ist. Also viel frische Luft wird da wohl nicht rankommen. Und dann haben wir hier hinten nochmal als Besonderheit noch ein zweites Servo, quasi eine Handbremse. Wenn man drückt, dann wird hinten das Diff gesperrt und dann soll der schön ins Driften kommen. Probieren wir aus. So, Dämpferbrücken sind gefräst. Nicht richtig guck. Ne? Wird wohl kein 70, 75 Alu sein. Steht jedenfalls nichts drauf, ne? Nee, nicht wirklich. Ja. Schauen wir mal, denn hier Dämpfer kennt man ja eigentlich von allen anderen 6S-Modellen auch. Karo wird vorne am Bumper mit eingehakt. Und dann fällt die dann normalerweise Vorführeffekt. Normalerweise ganz easy rein. So. Also echt geil. Ist ja fast so einfach wie bei Traxxas vom X-Max. Ja, Akkufach. Kennt man ja auch von den Amas. Also hier passen richtig schön lange rein. Oh, da kriege ich ja locker die 9500er von China Hobbyline runter. Schauen wir mal. Empfänger ist der SR315, also Dreikanalempfänger. Kann man denn auch an jeder hochwertigeren Spektrumfunke binden, die DSMR fähig ist. Muss man sich dann nicht gleich einen neuen Funke kaufen oder einen neuen Empfänger. Das sollte eigentlich gehen. Was wir hier noch jetzt noch machen demnächst, ist erstmal die Discs kontrollieren. Da finde ich, hat Arma in letzter Zeit so ein bisschen nachgelassen. Also die letzten Armas, die ich hatte, waren nie die Discs befüllt. Auch wie ich schon gesehen habe in einigen Videos, die Kugellager vorne, ja, die gehen wohl reihenweise kaputt. Auch hier wackelt das schon. Ich habe erst gedacht, das ist der Pivotball, aber nee, das ist das Lager. Das werde ich wahrscheinlich auch vorsorglich schon austauschen. Habe halt keine Lust, wenn wir da irgendwie den First Run mal machen, dass mir das da dann gleich hops geht und dann ist das da vorbei. Also, ja, weiß ich auch nicht. Sieht nicht so toll aus. Hätten sie vielleicht mal 20 Cent mehr für ausgeben können. So. Ja, was gibt es noch zu dem Wagen zu sagen, außer dass er ganz geil aussieht? Das Alu-Diff in der Mitte. Genau. Kriegen wir irgendwie rauf? Ja. Hat hier schön beim Mitteldiff, das ist das Gehäuse, ist aus Alu. Sehr geil. Muss ich mal eben hier gucken, ob ich da noch näher rankomme. Muss mal. Weiter runter, ja, da, das rote. Also, das finde ich schon mal sehr geil. Ja, dann halt noch die Chassis-Brace, die sie alle haben. Ob man es braucht. Ich denke schon. Die Diffs jetzt, sind die auch LSD oder sind die normal? Das sind meines Wissens nach normale. Okay. Also die sind, glaube ich, nur bei den EXP mit drin. Okay. Oh. Sonst gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also Dämpfen tut ja ganz gut, müsste mal meinen Akku mit reinpacken. Aber mit dem Fahrwerk von Arma bin ich ja immer sehr zufrieden. Musste ich bis jetzt nie irgendwie was ändern. Ja, da freue ich mich dann schon auf den Speedrun. Machen wir dann halt mit Stockritzel. Ich weiß gar nicht, das wird ein 11er sein. Und dann halt im 15er liegt noch bei. Machen wir dann den einen durch. Und dann auch schon demnächst irgendwann den First Run. Soll einigermaßen trocken sein. Ich will mir den Wagen nicht gleich wieder einsaugen. Ich habe keine Lust zum Putzen. Ja, und deine Wasserphobie. Ja. Ja, das verträgt sich halt nicht, ne? Wasser und die Autos. Dafür habe ich Boote.
Da gibt es dann auch demnächst was auf dem Kanal. Ja. Dann war es das erstmal soweit. Aber wenn ihr noch Tipps für uns habt, immer in die Kommentare schreiben. Freuen wir uns, nehmen wir auch gerne an. Auf jeden Fall. Ja. Dann vielen Dank fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.